Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir befinden uns mittlerweile im 12. Part, also in der 12. Stiefel. von diesem Riesenprojekt. Und wir haben in letzter Zeit nicht besonders viel geschaffen. Wir haben auch ein bisschen eher viel gelabert und mehr gefarmt als nötig. Und ja. Jetzt kümmern wir uns erstmal ein paar Folgen so ein bisschen um die Stromversorgung. Klar werden wir sicherlich das ein oder andere Equipment noch aus den Minen brauchen. Deshalb ist ja hier fleißig unsere Mining Turtle ein 10x10 Feld am Ausgraben. Und wir können einmal schauen, sie ist nicht sonderlich weit gekommen. Also das wird noch ein ganzes Weilchen dauern. Wir haben hier oben halt eine Kiste hingestellt. Sie kann immer schön alles da dementsprechend auch reinsortieren. Und ja, wir müssen uns jetzt erstmal ein paar Copper-Cable machen. Das heißt, hier haben wir unser Rubber. Da ist so ein bisschen Copper-Ingot, also Copper-Ore. Und haben wir denn nicht ein bisschen mehr eventuell noch? Da ist noch ein bisschen Copper-Ore. Silver, Furnace, ja. Also das müssen wir auf jeden Fall einschmelzen, weil sonst dauert das ganz hier noch Ewigkeiten. So, dann machen wir das einmal. Dürfte ja relativ flott gehen. Hier gucken wir einmal die Hitze an. Wir sind mittlerweile auf 180 Grad. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Das können wir eigentlich noch so schönes pulverisieren. Wenn das Ding einmal voll ist, dann lassen wir es auch. Gibt da nur 10 dazu immer? Ja, ein bisschen mehr, 40 oder so. Keine Ahnung. So, und dann gucken wir nochmal. Wir wollten uns also unseren Solarpanel machen. Da können wir ja erstmal alles hier wegpacken. Da brauchen wir ja alles nicht. Mal sagen, wir räumen mal hier wieder ein bisschen auf. So. Hier den blöden Seed noch weg, das weg. Und hier noch irgendwas rein. Nee. Aber dementsprechend kommt hier noch was rein. Und das kommt noch da rein. Backe packen wir auch mal da rein. Und das Holz mal weg. Und ja, hier noch diese Rohstoffkiste. Da packen wir auch noch ein bisschen was weg. Und ja, Iron Furnace haben wir am Start. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, Copper, das. Fackeln können wir mal hier hinpacken. Die Portal Gun packen wir auf jeden Fall mal weg. Wir haben ja in den letzten Folgen sehr oft den Tod gesehen. Und hier nehmen wir mal einen Diamanten raus. Und schon haben wir nur noch einen Diamanten, das ist schon echt schade, würde ich sagen. Aber wir ernten jetzt einmal hier kurz unsere, ja, unsere Plantage, die wir uns gemacht haben, sozusagen. Wir bauen ja dementsprechend auch noch ein bisschen was davon. Deshalb, können wir ja gar nichts pflanzen, hat es mir bewusst. Ich mag das nicht, an Ecken kann man nichts pflanzen. Überflüssig, würde ich mal dazu sagen. Hier haben wir ja auch noch einen See. Also wir haben ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier keine Seen haben, wo wir mal eben kurz was hinpacken können. Wir haben ja überall hier Pflanzmöglichkeiten. Und wenn uns das nicht reicht, dann machen wir unseren See hier halt dementsprechend auch nochmal ein Stück größer. So. Wir brauchen das ja alles. Ist ja nicht so, dass wir. Manno! So. Jetzt aber. Dann würde mir das nichts bringen. Deshalb mache ich hier wieder weiter. Bringt auch nichts. So, also. Ja. Das heißt, wir können hier nochmal überall was hinpacken. Das ist schon viel zu viel, das weiß ich selbst, aber mein Gott, dann sieht es halt hier noch ein bisschen nach was aus. Ja. Okay. Das heißt, in der nächsten. Ja, am nächsten Tag werden wir uns jetzt auf
jeden Fall werden wir uns jetzt definitiv mal um unsere komischen, ich glaube, wir haben kein Holz dafür mehr. Das heißt, wir müssen jetzt einmal kurz hier einen Baum fällen. Den will ich ja nicht fällen. Definitiv nicht. Der wird auch nicht gefällt. Steht Todesstrafe drauf. Und ja, hier steht auch überall Todesstrafe drauf. Deshalb würde ich mal sagen, wir gehen lieber pennen. Das ist mir persönlich sicherer. Legen uns einmal schnell hin. Genau. Hier war das ja mit dem Diamond Drill. Also nicht denken, dass ich mir den jetzt hier... Hier könnt ihr selber einmal sehen. Ich habe den ja jetzt selber gecraftet nach der Zeit. Guckt einfach in der letzten Folge, dann seht ihr den Fail. Ich hätte jetzt denkt, ich hätte hier gecheatet. Also klar, aber unabsichtlich. Es war wieder, weil die U-Taste nicht funktioniert hatte. Wo man halt mit die Crafting-Rezepte durchschauen kann. Ja, komme ich definitiv nicht dran. Das heißt, der Baum bleibt weiter bestehen. Ja, das dürfte ja schon fast reichen. Wow, ganz schön großer Baum, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Ast. Ja. Wunderbar. Nee. Das brauchen wir diesmal so. Da werde ich diesmal nichts von in Sticks craften. Wir haben mittlerweile genug Stickies. Wir wollen ja uns einen Tree-Tap machen. Ja, Zombie. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier ein Loch? So, jetzt nicht mehr. Das war ja unser Wasserloch, was wir uns da mal gemacht haben. Da kann ja ruhig da bleiben. So. Tree-Tap war so, glaube ich. Wunderbar. Als hätte ich es gewusst. Ich hab's ja auch gewusst. Hehe. So, ernten wir mal hier das ganze Sticky Resin. Hab alles mal mitnehmen hier. Brauchen wir alles. Ganz Sticky Resin noch. Auch noch da mitnehmen. Mitnehmen. Irgendwie das Gefühl, die Blätter wachsen nach, ey. Aber ist nicht so. Zwar weil wir ja ein paar neue Bäume hier gepflanzt haben, mal. Und deshalb dementsprechend auch die neuen Blätter. Wenn wir wieder so einen Wobber-Settling bekommen, also alles positiv mittlerweile. Mittlerweile läuft ja unsere Fabrikation von Rubber. Wir haben ja dementsprechend auch echt mittlerweile sehr, sehr viel, was wir hier abernten können. Da sehe ich noch ein bisschen Sticky Resin. So, und da ist auch noch was. So, und das war's dann auch schon wieder, glaube ich. Wenn wir hier durchgucken. Hey, da ist noch was und da oben sehe ich auch noch was. Ah, da ist ja noch eine Menge. Ja, wunderbar. Nehmen wir alles mal mit hier. So. Das haben wir dann alles. Dann gehen wir mal zurück ins Haus. Und Sticky Resin. Ja, wir müssen jetzt noch kurz auf die 5 Copper warten. Copper Ingot. Und hier ist normales Copper. Also, das ist, glaube ich, von Buildcraft und das ist von Industrial Craft. Also, aber alles dasselbe. Kann man auch zum Craften benutzen. Jetzt warten wir kurz. Entspannen damit. Na komm. Ja. So. Noch einen. Gucken wir einmal in der Zwischenzeit hier, was die Hitze sagt. Ja, das ist eine gute Hitze. Also es blinkt jetzt auch schon grün, das ist richtig gut. Also grün ist natürlich dementsprechend dann
schneller arbeitet. Wir können die aber mal ausmachen hier, das ist unnötige Hitze, die sie gerade da produziert. Das nimmt ja nicht mehr ab. Also das ist ja alles kein Thema. Das können wir auch mal ruhig hier rausnehmen. So, nehmen wir das mal raus. Der müsste ja in der Zwischenzeit jetzt fertig sein auch. So, und dann noch einmal kurz den Sticky Resin. Dafür hätte ich eigentlich gerne Mace Fabricator schon. Aber kann ich ja jetzt nichts machen gegen. Ich habe noch einen Extractor. Wofür kann ich den nochmal benutzen? Was kann ich denn nochmal extrahieren? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber auch nicht schlimm. Alles kein Ding. So, das und das. Das brauchen wir auch zum Craften. Das brauchen wir zum Craften. Also wir werden jetzt in der nächsten Folge gut, also in dieser Folge auf jeden Fall viel, viel craften. Das heißt, für euch ist es endlich auch mal eine Abwechslung. Dementsprechend habe ein paar Leitern. Ja, wunderbar. Ich glaube, von dem Marble habe ich noch gar nichts, ne? Also nicht, echt nicht. Ne, ich glaube gar nichts. Also heftig irgendwie schon fast. Echt schon bitter. Mach ich mal hier so einen kleinen Raumteiler. Auch wenn es jetzt nicht so schön aussieht. Soll aber nicht schön aussehen, das soll einfach nur. Doch, das soll schön aussehen. Sieht ja auch dann schön aus. So. Muss ich kurz gucken, dass ich einmal nicht hake, dass ich gerade hier durchlaufen kann. Aber irgendwas macht mein PC. Es ist klar, es ist wieder morgens und dann macht er wieder das, was er nicht machen soll. Und das sind diese ganzen scheiß Windows-Updates und echt, flipp gleich aus. Warum habe ich meine FPS ist auf... Ja, meine FPS ist auf 0. Das heißt, wir können das eigentlich hier schon fast knicken jetzt gerade. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall wird das sich jetzt nicht verbessern. Doch, jetzt wieder. Ne, jetzt wieder nicht. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade ist. Ich werde mal hier kurz einen Cut machen. Und dann sehen wir uns wieder. Also, das... Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben ja vorhin einen kleinen Cut gemacht, weil es mir einfach so mega auf den Sack ging, dass es geleckt hat. Und wie ich es mir gedacht habe, es wurde im Hintergrund wieder mal ein super scheiß Windows-Update. Und ja, es ist einfach zum Kotzen. Und ja, ihr seht auch, ich habe in der Zwischenzeit mal wieder ein Texture-Pack reingehaut. Das ist diesmal Sparks Pure BD Craft. Und ich hoffe, es ist nicht jetzt so extrem mit dem Gelegge. Ich sehe gerade, also es dürfte eigentlich nicht so extrem laggen. Ja, okay, eigentlich doch. Und jetzt hier noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Wäre eine Maßnahme. Und ich finde, es laggt weniger. Ich habe gerade mal so ein paar Testaufnahmen gemacht. Als mit SparkTex, also dieses andere, was hier von Feed the Beast auf jeden Fall bei ist. Es ist einfach echt scheiße und es tut mir auch immer noch mega leid, dass ich euch damit jetzt hier immer noch nerve, mit diesem Drecks-Laptop überhaupt noch zu spielen. Aber ich muss dementsprechend, das war jetzt geplant, nur zur Information, es sollten 2 Steine. Ich werde das jetzt auf der anderen Seite gleich auch noch machen. Ich muss jetzt hier nochmal kurz runterspringen. Gleich noch einen kleinen Hüpser, so. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück und dann müsste es eigentlich klappen. Ja, also es geht auf jeden Fall. So.
zack, zack. Und falls ihr halt wirklich mal ein paar Tipps haben könntet, wie es in Zukunft vielleicht besser laufen könnte, in der Zwischenzeit, bis ich den neuen PC bekomme, also dann ja mit dem PC, könnt ihr mir das ja gerne sagen. Nehmen wir einmal die 1, nee, die 2. Ja, los. Ich finde sogar, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt besser ist. Gerade hat es natürlich dementsprechend besser funktioniert, auf jeden Fall. Ich brauche die 8. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht viel. Also es hilft echt wenig mit den Game Booster hier noch, was dementsprechend vernünftig ist. Wir haben eine FPS von 4, glaube ich, wenn überhaupt. Das können wir ja gerne mal nachschauen. Und dann überlegen, ob ich das so machen soll. Ja, ich mache das einmal so. Komm schon. Na, setz dich mal dahin. Also ich bin echt am Verzweifeln mittlerweile. Das ist auch echt nervig. Es macht schon eigentlich kaum noch mehr Spaß, wirklich hier großartig Aufnahmen zu machen mit dem. Aber ich will ja vorwärts kommen, irgendwie. Und dementsprechend, ich muss mal schauen. Das liegt aber auch nur an der Grafikkarte. Also der Laptop so ist eigentlich richtig gut. Ein Asus X53 X hat einen AMD-Prozessor 360er und 6 RAM. Das, was halt Minecraft hier zum Laggen bringt oder was es nicht wirklich zulässt, Minecraft flüssig zu spielen mit Aufnahme und Fraps. Erstens ist es halt natürlich ganz klar Fraps, weil Fraps halt ein Riesenaufnahmeprogramm ist und 30-Minuten-Dateien sind natürlich dementsprechend schon 10 GB groß. Ich habe damit kein Problem, weil ich so formatiere auf eine WMV-Dateien. Fraps nimmt in HD klar auf und ich kriege natürlich dann aus 10 GB Dateien natürlich eine 425 MB Datei, dementsprechend auch schnell hochzuladen mittlerweile. Nein, das Problem liegt an dem Laptop, es ist die Grafikkarte. Die Grafikkarte ist eine AMD Ryder, hast du nicht gesehen, und die ist natürlich sehr, sehr alt. Der Laptop ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Wenn nicht so ein bisschen länger, ich bin mir gar nicht so sicher. Und vielleicht finden wir da mal eine Möglichkeit irgendwie, bald dementsprechend was rauszunehmen. Habe ich das jetzt in der Hand? Ja. Sonst mache ich hier, ich will eigentlich keinen Schnitt machen. Ihr dürft es euch jetzt einmal selbst anschauen, wie lange es dauert, ein Texture Pack zu wechseln. Wir wechseln auf Spartex. Ich habe jetzt Spartex geklickt. Und jetzt seht ihr es ja selber, wie lange es ungefähr dauert. Also es dauert ungefähr bestimmt 1,5 Minuten. Das ist natürlich echt heftig. Und ich finde es echt schon beschissen. Und was könnte ich erzählen? Also bis auf die Tatsache, dass ich eigentlich gleich Berufsschule habe und immer noch nicht los bin vom Zocken. Macht es mir mega viel Spaß, immer noch euch Gameplays zu zeigen. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, sobald ich ein COD-Gameplay reinpacke, es wird öfter angeschaut als die Minecraft-Gameplays von mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es an mir persönlich oder so. Jetzt hat sich natürlich das Sparktext aktualisiert. Ich will auf jeden Fall diese Runde mit einem Tech-Champion spielen. Es ist mir egal, wie. Ihr könnt es euch angucken, ihr müsst es nicht angucken. Aber ich gehe mal davon aus, dass es im Internet, das wisst ihr ja nicht. Es leckt klar ein bisschen. Also ihr seht davon weniger als ich. Weil ich meistens die Videos mit
0,5 Sekunden schneller laufen lasse. Und das kriegt die einfach gar nicht mit. Also ich render mit Sony Vegas. Und dementsprechend, ihr merkt es wirklich. Also eigentlich sehr wenig. Und sonst wäre es einfach viel heftiger. Ich müsste mal gucken, ob bei einer Probeaufnahme was passieren würde, wenn ich mit einer Sekunde Schnelligkeit vorspule. Deshalb rede ich auch sehr langsam. Das kriegt ihr aber auch nicht mit, weil ich rede sehr langsam in Wirklichkeit bei den Aufnahmen. Und dementsprechend durch die Zeitverschnellerung habt ihr natürlich dann ja eine relativ normale, konstante Stimme. So, ich habe jetzt auf Spartext reingehauen. Und wir gucken jetzt einmal die FPS an. Es ist 3. Also konstant 3, 4. Ja, nicht ganz, aber das ist echt blöd. So, machen wir das mal wieder weg. Und wir wollten ja weiter hier machen. Wir haben jetzt kurz so ein bisschen noch am Dach rumgefeilt. So ein paar letzte Sachen. Ich bin jetzt gerade selbst am Überlegen, was ich denn überhaupt genau machen wollte noch. Wir schauen doch einmal. So, wir haben das, wir haben das, wir haben... Okay, wir können jetzt erstmal hier ein paar Copper-Cable machen. Die brauchen wir ja dementsprechend auch in en masse wieder mal. Also ich habe vor einer Sekunde... vor einer Sekunde wollte ich gerade schon sagen. Ah, ne. Das ist ein bisschen Fail, was ich jetzt hier gerade mache. So. Machen wir hier mal ein paar Käbelchen. So. Ein bisschen halten wir uns im Hintergrund. Na, hä, was kriege ich da? Nuggets, ne? Ja, Nuggets. Alles Nuggets. Das wollen wir ja alles nicht. So, 54 haben wir dann wieder. Also ein bisschen was. 30 noch in Reserve. Wir müssen auf jeden Fall vielleicht mal uns so langsam damit beschäftigen, wie wir das jetzt überhaupt machen. Ob wir da vernünftig... Wo ist denn mein... Ah ja, ich habe das Rubber. Ich war jetzt gerade voll im falschen Film. Wir brauchen noch Redstone und Reef Iron. Also, zurück Marsch Marsch. So. Und dann haben wir hier noch 9. Wir haben gar nicht so viel. Ah doch, da ist da noch. Da haben wir doch noch reichlich. Schmeißen halt jetzt einfach alles mal in den Ofen hier. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch langsam an, uns mal ein Elektrofurnace hier zu basteln. Haben wir überhaupt noch Kohle? Das wäre natürlich echt cool. Ja, ein bisschen was. Packen wir uns mal hier rein. WTF. Ja. Also es hat jetzt sehr lange gedauert, fand ich. Persönlich finde ich es echt heftig. So, machen wir das mal hier alles full. Jetzt brauchen wir mal, wie viel brauchen wir ungefähr? Ja, wir gucken mal in der Zwischenzeit hier nach unserer Mining Turtle. Das ist ja jetzt eigentlich kein Problem. Ah, hier sehen wir sogar ganz schön einen Biomwechsel. Ah, das ist natürlich echt cool. Das heißt, was haben wir denn hier für ein Biom? Wo waren das denn? Wo stand das denn? Das stand doch irgendwo hier. Irgendwo steht das da immer. Hä? Keine Ahnung, normalerweise steht das da irgendwo. Vielleicht ist das da auch gerade, wo die Minimap ist. Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Aber normalerweise steht da immer ob Rocket oder River oder was auch immer, Forest. Ah, die Mining Turtle scheint wieder eine kleine Pause einzulegen. Finde ich persönlich scheiße, da die arbeiten soll. Das heißt, wir holen unseren Eimer wieder einmal und unsere Portal Gun und porteln uns mal zu ihr runter. So, besorgen wir uns mal unseren Eimer. Select.
Keine Chance. Freunde, keine Chance. Dementsprechend. Wenn ich jetzt was... doch auf die Folge setzen, weil es hat einfach keinen Sinn. Es hat einfach keinen Sinn. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Das war jetzt nicht lange. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mit einem Texture Pack heute mal gespielt. Bei mir persönlich macht es Spaß. Ja, und schon haben wir eine FPS von 10. Gut, die Portal Gun nehmen wir jetzt mal raus. Da ist sie. Ofen füllen wir mal nach. Es wird Zeit. Gibt natürlich gut XP auch. Und was brauchten wir noch? Ah, den Eimer. Genau, der war hier, glaube ich, drin. Guck, wie spät das reagiert. Also echt, das ist doch echt... Boah, ich könnte echt flippen. Das ist echt mega ärgerlich. Also ich habe jetzt von einer Sekunde ungefähr die Art da gecraftet und es kommt nichts dabei raus. Doch, jetzt. Schon heftig, was hier los ist. Und ich habe jetzt nichts mehr an. Der Game Booster ist auf volle Pulle. Ich habe jetzt gerade mal... Das ist echt zum Kotzen. So, das lassen wir jetzt zu Ende laufen. Echt die Schnauze voll. WTF. Das ist ein Monster. Wieder um 3 FPS gestiegen. Ich brauche noch nicht mal zu gucken, weil das ist so standardmäßig, wenn man irgendwas verändert. Sam, man hat echt einen Gamer-C. Komm. Ich habe natürlich jetzt den Spielsound auch ausgemacht. Aber was soll's. So, kurz gucken, ob hier nicht irgendein Verrückter hinter mir ist. Mich hier noch auf einmal in die Lava kickt. Das Problem ist, ich muss jetzt einmal die Kiste mitnehmen auch. Das nehmen wir mal so. Hat die Mining Turtle denn schon was da hingesetzt? Oh ja, sie hat ja schon echt gut was da hingesetzt. Nämlich Eisenerz, mehr nicht. Dein Ernst? Das ist schon ärgerlich wieder mal. Ein volles Inventar, das ist doch scheiße. Ist da jetzt was runtergefallen? Nee. Negativ. Das heißt, bringen wir alles mal schnell weg. So, zack, 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 zack. Ja, jetzt läuft es auf jeden Fall. Gehen wir auch mal hier kurz. Gebe ich mir hier noch die XP einmal. Jetzt haben wir schon wieder Level 19. Können wir ja wieder schön sterben. Und deshalb will ich so langsam endlich meinen verdammten... sagt mal schnell. Meinen verdammten... Verzauberungstisch.
Und dementsprechend endlich mal was zu verzaubern hier. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich brauche jetzt einmal das hier. Los, schieß da ein Loch rein. Und dann gehen wir mal hier durch. Et voilà. Hallo. Achso. Oh, sie hat hier wieder ein bisschen was mitgebracht. So, jetzt tankte ich mal aus mit 3000 nochmal. Die Eimer hätte ich aber dementsprechend gerne wieder. Nehmen wir ihr mal ein bisschen hier was ab. Zumindest alles, was wir hier so rausnehmen können noch. Und dann setzen wir sie auch dementsprechend wieder. Wo setzen wir sie denn hin? Ja, genau, fail mal hier ein bisschen rum. Das war ein Loch. Da wir aber auch keinen Bock haben, jetzt hier von irgendwelchen garstigen Skeletten runtergekickt zu werden, machen wir uns hier mal kurz eine kleine Mauer hin. So, dann haben wir auch genug Platz dementsprechend. Ja. Wo ist denn unsere Mining Turtle? Da. Wo ist Lightning? Alles wunderbar, das heißt, na, fang mal an. Darfst du ein bisschen weiter machen? Nein, du hast mein Portal zerstört. Du bist eine garstige Mining Turtle. Ich will hier wieder raus. Und ja, Mining Turtle, haus rein. Das heißt, die meint hier jetzt wieder ein bisschen. Und wir können in der Zeit jetzt endlich mal... Ja, was können wir machen? Erstmal wieder das Inventar leeren. Guckt euch diesen Bug an. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Das heißt, hier packen wir mal wieder alles rein. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt mal hier eine neue Kiste. Auch nur für Erde. Weil mittlerweile haben wir ja schon eine Menge Erde. Ah ne, wir brauchen noch eine zweite. Lebensmittelkiste. Machen wir jetzt da eine große raus. Machen wir da halt auch noch eine große raus, mir auch egal. Nein, jetzt habe ich aber wieder mal gefailt. Das war ja wieder so irgendwie fast schon mir wieder bewusst, dass ich hier wieder rumfailen werde. So, 1, 2, 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Und die stapeln wir dann mal. Wo stapeln wir die denn? Wir haben kaum noch Platz, würde ich behaupten. So. Haben wir wohl ein bisschen Platz. Und jetzt holen wir alles mal hier raus, was da an Erde drin ist. Ist nicht allzu viel, aber trotzdem mega viel Shit. Den wir eigentlich persönlich nicht brauchen. So, und hier war Holz drin, genau. Den wir jetzt vergrößert, dementsprechend. Holen uns nochmal. Ne, wir gehen jetzt einmal zum Ofen. Bäh, komm schon. Warum ist ja jetzt schon wieder so ein Leck? Level 20. Und jetzt gucken wir einmal. Wir warten jetzt einmal. Vier Obsidian. Zwei Diamanten? Ich habe keine zwei Diamanten mehr. Alter, scheiße. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Diamanten finden. Oder habe ich noch zwei? Boah, ich habe noch sogar zwei. Uffs. Aber ich habe keine... Ich brauche hier ein bisschen Energie. Wie kriege ich denn da jetzt Energie rein? Badbox, Scheiße, wie mache ich denn jetzt? Moment, wir gucken mal was anderes kurz. Wir machen uns mal eine Wrench. Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Nee. Wrench. Mann, wie wird der Kack denn geschrieben? Ich weiß, wo sie ist. Ah, hä? Irgendwo hier. Elektro-Bench. Ne, wir wollen ja keine elektrische Bench am Anfang. Hier ist eine Bench. Dann gucken wir einmal, wie die gebaut wird. Oh, was ist das denn? MFS Upgrade irgendwas hier. Boah, ganz schön teuer. Elektro-Bench. Okay. So, also. Bronze, Bronze. Wie mache ich denn Bronze? Kohle. Bronze das. Muss man noch anders machen können noch. Muss man noch anders machen können. Ja, ich habe aber keinen Bronze das. Was ist das denn da? Bronze Blend. Bronze Block. Ernsthaft? Und wie kriege ich Bronze das? Aus Kopper das und Tin. Nee, das geht anders. Definitiv, das geht anders. Da würde ich meinen Arsch verwetten für. Das heißt, ich gehe mal hier nochmal drauf. Komm schon, es leckt. Man kriegt anders Bronze irgendwie. Ich weiß nur nicht mehr wie. Wenn das jetzt nicht mal vernünftig. Ne, ich brauche den an. Das brauche ich Bronze machen. So, da. Also. Tin. Copper. Tin und Copper. Geht doch. Das heißt, ich habe hier noch ein bisschen Copper. Und hier habe ich ja relativ viel Tin noch.
So ist es eine Range. Damit kann ich wenigstens schon mal ein paar kleine Sachen abbauen. Dementsprechend werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen Refined Iron produzieren. So, Wrench habe ich. Das heißt, ich brauche noch. Was brauche ich denn noch? Erstmal schlafen brauche ich. Das ist mein Bett. Da ist mein Bett. Legen wir uns einmal kurz rein. Oh, Kaffee. So. Gehen wir hier nochmal dran. Heute noch vielleicht. Wir haben ein bisschen Slum. Was ist das denn? Jetpack, ne? Ne, Bedpack. Das ist auch ein leeres Bedpack. Electronic Cycle, UU Meta, ey, das ist so heftig. Electronic Cycle, okay. Sticky Resin, was haben wir hier? Okay. Mining Laser, ganz klar. Da, Electronic Jackpack. Wie macht man das? Was ist das denn hier? Chainsaw. Ach, das ist eine Kettensäge, ne? Ah, geil. Okay, mit dem anderen Texture Pack sieht die natürlich richtig geil aus. Mixed. Die sind auch richtig teuer. Das denn hier? Jetpack und was ist denn was ist denn besser? Ey? Schreibt es mir mal in die Kommentare, was besser ist. Das normale Jetpack, Jetpack oder das Electronic Jetpack? Das weiß ich nämlich nicht. Da gucke ich jetzt einmal, wie man das baut hier. Ich glaube, zwei Batterien und so ein Scheiß und ja, es funktioniert mal wieder nicht. Das heißt, ich muss irgendwas anderes anklicken, was funktioniert. Du hast mehr Intelligenz als die meisten und ja, ich weiß, so, wie du tickst. Du brauchst dich nicht mehr zu beweisen, denn jeder ey, warum? Weiß, wer du so, bist. Wird schon sagen, ey. Mann, hast deine das heißt, ich erreicht. Brauche eine Bad Box, Glowstone, Refined Iron und eine Dorn. Alter, WTF. Das heißt, ich brauche ja schon viermal Glowstone. Ah, scheiße, ey. Du musst dann, das heißt, Energy Crystal, ja klar. Das heißt, ich muss ja schon in die Hölle. Ey, und das wird mega leck. Hölle? Bei meinem PC, oder bei meinem Laptop? Alter, und dann Minecraft? WTF. Ja, Brustmahlzeit, Freunde. Das tun wir uns einmal an und dann erstmal nicht mehr. Rubber Boots, wie geil ist das denn? Was kann man mit denen denn machen? Okay, ja, was brauchen wir denn? Scheiße, ey. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Wir brauchen Obsidian. Wir brauchen auf jeden Fall eine kleine Energiequelle. Dann Redstone. Wir machen uns jetzt schon mal hier die Dinger. Das machen wir jetzt erstmal hier. So, wir haben ja noch ein bisschen Redstone hier. Hallo? Komm schon. Das ist so heftig. Ich sag, ach was, jetzt gibt's Flügel, jetzt gibt's nen Counterspell, danach klau ich dem Baller die Flügel. Du hast so viele Talente und hast sie niemals verschwendet. Noch ein paar Klicks, dann der Crit und das Spiel ist zu Ende. Da warten wir noch schnell drauf. Alles für die Horde, meine Freundin sagt, sie geht, doch ich sitz wieder vom PC. Spiele WoW. Dieser Mob ist zu groß, ey. Alles ist in Ordnung, ich lock kann auch sein. Ich hab mit dem Pixel-Mob keine Probleme. So, wo haben wir jetzt hier? Da. Kurz einmal gucken, wie die Scheiße gecraftet wird. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Ich glaube Redstone. Doch wir sind 12 Millionen aus verschiedenen Völkern und Regionen und wir teilen das gleiche Hobby. Das ist ein Generator, ne? Nee, Elektron. Wir sind zwar süchtig,
Doch gibt's ne schönere Droge und meine Freundin will heiraten. Ich sag gleich nach dem WG, anscheinend geh ich zu weit. Entweder sie oder WoW, doch yo, um so und so viel Uhr schreibt, werde ich angeschrieben. Das heißt, ich werde jetzt 6, 12, 18, Machen wir mal ein paar mehr hier. Brauche ich mir darum keine Sorgen mehr machen erstmal. Machen wir hier nochmal einen. Mein Gott. Machen wir mal 5 Stück. Die werden wir jetzt noch in einem sehr, sehr oft brauchen. Also. So, jetzt haben wir die schon mal. Jetzt brauchen wir für was denn? Was wollten wir überhaupt mal? Was ist das denn hier? Transmitter. Aha. Alles für einen Scheiß gibt, ey. Lab-Pack. Wie viel hat das denn? Das sind 30.000? Ah, okay, ich glaube ein Lab-Pack. Aber ich glaube, das ist noch besser, ne? Hauptsache, der Diamant ist hier, oder was? Ah ne, das ist ein Industrial-Diamant. Okay, Kohle, das. Daraus kann man auch Diamanten machen, das ist einfach. Ach, ich glaube, man kriegt diese diese Industriediamanten durch diese Kohle-Chunk. Ja, das kann natürlich ganz gut sein. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt das, wir haben das. Wir brauchen 3 Obsidian noch. Und wir brauchen eine Energiequelle. Dynamit, Stickdynamit. Okay, das ist natürlich auch ganz cool. Wir brauchen eine Energiequelle. Und das wird bei uns... Was wird es denn sein? Back haben wir. Ah, Moment mal. Wir haben doch jetzt Glas. Wir haben Kohle. Das. Wir machen uns jetzt unseren Solarpanel. Wir können unser Solarpanel doch schon nichts machen. So, Freunde, jetzt geht's aufwärts. Den Generator machen wir noch schnell. Das heißt, dreimal Refined Iron. Ein Iron Furnace, den haben wir ja fertig. Und die Batterie. Ja, jetzt haben wir wieder dieses Problem mit der Batterie. Ich weiß nicht, warum die bei mir nicht anklickbar ist. Das nervt mich mega. Ich kann nur die volle anklicken. Die leere nicht. So, wer schreibt mich morgens um 5 vor 5 an? Will ich jetzt erstmal wissen. Ja, ja. Das heißt, wir brauchen Tin 4-mal, Redstone und Copper. Amen. Kriegen wir alles hin. Das heißt, wir haben hier ja noch gut was an Tin. Hier ist noch ein bisschen Golderz. Wo ist denn hier unser Tin? Da ist unser Tin. Immer ohne Rezept-Ding hin. Machen wir davon auch mal ein paar mehr. Und was war es noch? Copper-Cable, ne? Batsa, machen wir alles, was wir machen können. Haben wir ja mal 6 Batterien hier, schön, bock doch. So, das brauchen wir alles nicht mehr hier. Können wir alles mal wegpacken. So, und jetzt machen wir mal schnell hier. Ah ne, geht ja gar nicht, haha. Zurück, Marsch, Marsch. So, das haben wir, den einen Furnace haben wir. Jetzt wollen wir noch das Glas, wo hatten wir denn das Glas hingepackt? Ich glaube hier, ne? Ja, da haben wir sogar noch. Das kann man mitpacken, da brauchen wir nämlich nicht. Und jetzt fehlt uns noch da unser Kohlestopp. Jetzt müssten wir eigentlich alles haben.
Das heißt, wir geben jetzt nochmal ein, Solar. Und dann schauen wir einmal. Zack. Alles kein Ding hier für mich. Ah ne, jetzt haben wir... Och nö. Das heißt, wir machen jetzt einmal kurz hier den Generator. Wie war das jetzt? So? Wieso oder so? Keine Ahnung. Ach, da muss ich jetzt einmal gucken. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es nicht mehr. Da schauen wir jetzt einmal. Was schreibe ich denn da? Muss ich da stehen? Mann, dann machen wir es halt so, ey. Mir auch egal. So. So. We find Batterie Furnace. We find Batterie Furnace. Okay, kein Ding. Ja, dann würde ich mal sagen, doch ein Ding für den King, weil wir haben keine, wir haben keinen Refine. Doch, da habe ich wieder weggelegt, ich pfeife. Das heißt, 1, 2, 3, 1 und so. Das heißt, der Generator kommt dahin, das kommt so hin. Das kommt so hin. Und die beiden Electronic Zeifels. Und herzlich willkommen, Solarpanel am Start. Bock doch. Jetzt nehmen wir unsere Badbox noch mit. Scheiße, ey. Unsere Badbox bringt uns nichts, weil da können wir kein Diamond Drill, glaube ich, drin aufladen. Ja, wir gucken einfach mal. Nehmen einfach mal mit. Den Diamond Drill nehmen wir auch mal mit. Structure. Ja, das ist jetzt, ja, wir bauen eh Diamanten, also. Wir machen das jetzt erstmal hier provisorisch. Kann ja später immer noch abbauen. Schon wieder dunkel. Bringt uns dann natürlich dementsprechend auch gar nichts. Ich würde mal sagen, wir packen... Badbox hat natürlich nur ein Output. Das heißt, ich werde hier das Solarpanel hinpacken. Hier ein Kabel. Hier ein Kabel. Und dann hier die Badbox. So, ist alles richtig jetzt? Müsste eigentlich. Das heißt, wir gehen einmal kurz pennen. Dann gucken wir, ob es läuft. Gucken wir, ob es einmal läuft. So, einmal schnell schlafen gehen. Und dann werden wir es ja jetzt sehen. Also ein Solarpanel ist natürlich nicht besonders viel. Wir brauchen noch 7 Stück, um uns dann ein Medium-Voltage-Solarpanel zu machen. Aber es läuft. Also es läuft relativ gut sogar. Jetzt bin ich mal gespannt, kann ich den Mining-Drill hier drin aufnehmen? Ja, das geht. Das ist geil. Das heißt, den lassen wir jetzt einmal aufladen hier. Und dann dementsprechend würde ich sagen auch, ja, du kannst mal da ruhig rumschimmeln, das ist mir völlig egal. Kabel haben wir ja noch, das können wir ja alles später hier verbinden, das werden wir auch alles machen. Das heißt, ich werde das jetzt hier schon mal alles abhacken. Zack, 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 zack. Das werden wir alles hier in dieser Reihe machen, ja. Dementsprechend, so wie wir es haben wollen. Und bevor ich jetzt hier wieder irgendwo gleich sterben werde, werde ich jetzt erstmal diesen ganzen teuren Kram so lange weglegen. Ich habe echt keine Lust zu sterben. Aber das Essen können wir auch mal, wobei ich nicht besonders viel Hunger habe. Steaks sind sehr sättigend. Das hat Minecraft immer noch nicht gefixt, dass das mit den... Das wollten die ab der 1.6 eigentlich machen. Und die 1.6 ist ja, glaube ich, jetzt nächste Woche draußen. Oder jetzt die Tage. So, den Mining Drill... Oh, der ist noch fleißig am Laden.
Ja, mal hier kurz so lang. Was ist das denn hier? Okay. Do not output energy. Energy. Nothing. Okay, wir müssen auf die Nothing. Ey! Schau schon. Da. Also darauf müssen wir. Und jetzt müsste halt ja. Tschu. Tschu. Ja. Dann haben wir kurz 2500. So. Und dann gehen wir einmal jetzt kurz. Auch, haben wir ja ein bisschen was. Jetzt nehmen wir mal den Öleimer mit. Den habe ich, glaube ich, sogar noch im Inventar, oder? Ne, leider nicht. Das heißt, wir nehmen... Wo war er denn? Haben wir hier hinten wieder? Ja, hier hinten haben wir ihn. So, so. Und dann holen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen Obsidian. Wir brauchen ja noch... lass mich raus hier. WTF! Komm her! Schlauf mich. Hast du Schiss oder was? Bats! Bats, Junge. Liegt schon nicht mit mir an, ey. Hallo Spinne, was geht ab? Hinter 40. So, 21 Level, das heißt, die werden wir jetzt gleich auch direkt mal los. Weil jetzt holen wir uns endlich das, was wir wollten. Der Mining Drill. Mal gucken, wie der abgeht. Also der geht schon ab. Der baut instant fast ab. Fast. Außer bei Obsidian. Da dauert das schon noch ein bisschen. Aber naja. Wie auch immer. Haben wir hier irgendwelche garstigen Viecher wieder? Nö. Gut. Das heißt, wir machen erstmal hier ein bisschen noch. Klar, Lava. Schön leer machen alles. Nein, noch nicht alles. Ach nö. Idiot. Ah, egal. Obsidian kann nie schaden, aber das war jetzt mir persönlich echt zu viel. So viel wollte ich nämlich nicht. Jetzt habe ich natürlich dementsprechend mir meinen Lavasee echt im Arsch gemacht. Dadurch. Ich hoffe, der war irgendwie zwei tief. Ja, war er. Jackpot. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Schon fast Schwein gehabt, ey. Nehmen wir auch noch mit hier. Alles meins. Ja, ihr seht, also ich muss echt aufpassen. Ah, mein Obsidian. Also, Erde wird instant abgebaut. Habt ihr ja jetzt gerade selbst gesehen. Ja, Jackpot, die kann ich sogar noch nehmen. Weil es halt durch ein... Und jetzt haben wir Obsidian. Jetzt haben wir... Jetzt brauchen wir noch ein Buch. Das machen wir uns mal schnell. Das heißt, wir farmen uns jetzt mal hier kurz das Zeug ab. Oder ein bisschen was davon. Können wir auch nachpflanzen, ist ja kein Thema. Zack, zack, zack. Ja. Eigentlich? Ja, geht sogar. Ha. Hab ich nicht gedacht. Wusste ich gar nicht. Habe ich aber auch persönlich richtig vergessen. Das heißt, ich werde dementsprechend auch hier nochmal euch den ganzen Mist hinpacken. Und da war ja der Rest. Und davon nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal was mit, weil wir brauchen ja jetzt dementsprechend auch mal wieder ein bisschen was. So.
zack, 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 zack. Und jetzt haben wir natürlich ein paar Blätter. Gutes Stack haben wir ja jetzt fast, also reicht ja auch. Dementsprechend könnt ihr jetzt hier alles einsammeln, was hier noch so am Boden rumfliegt, aber ist auch nicht großartig Bock noch zu. Da wird keiner irgendwie 53, also da kriege ich schon ein bisschen Papier raus, und das heißt, ein Buch ist auf jeden Fall am Start. Und wir machen natürlich dementsprechend auch alle Bücher, alles am Papier. So. Hier noch ein bisschen Zucker, komm. Können wir hier mal kurz hier reinpacken. So, und jetzt brauchen wir halt Leder. Ich weiß gar nicht mehr, wie ein Buch geht, ey. Buch habe ich, glaube ich, nie gecraftet selber. Ich glaube, irgendwie so oder so. Ja, Jackpot. Oh, lalala. So, das heißt, wir machen uns mal 8 Bücher. Ist ja alles kein Thema. Holen uns hier unsere 2 Diamanten, die wir noch haben. Die nehmen wir mit. Zack, zack. Zack, zack. Und ich schreibe hier oben ein Buch noch drauf. So. Was war das denn jetzt? Waren das 4 Obsidian? Ja. Und wir haben einen Zaubertisch. Das ist natürlich richtig Porno. Das heißt, Bücher ebenfalls wieder hier rein, Obsidian da rein, den Scheiß da rein. Sonst noch irgendein Mist nicht brauchen. Leder da rein, Papier da rein, das da rein. Minium-Scherbe auf jeden Fall hier rein. Ölbucket. Ne, Lava immer nehme ich mit. So. Ja, ich habe echt keinen Bock mehr auf diese ganze Krimskrams-Kacke, die wir jetzt hier haben. Und ich werde mir auf jeden Fall eine Hacke verzaubern. Lieber irgendwas verzaubern. 1, 2, 3. Als hier gar nichts rauszubekommen. Ich glaube, 21 bekomme ich noch nicht was raus. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier rausbekommen. Den können wir gleich mal wieder aufladen. Das heißt, ich werde hier eine Fackel dran setzen. Die abreißen. Oder den Zaubertisch packen. So. Ich will nicht schlafen. So, 1, 2. Den kack auch noch weg. So. Und dann verzaubern wir jetzt erstmal eine Spitzhacke, die wir uns natürlich dementsprechend neu craften, weil ich werde bestimmt keine kaputt hier verzaubern wollen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas Schönes. Ich weiß gar nicht, mit wie viel Leveln wir da was angeboten bekommen. Ein. Geil. Wie macht man Regale? Bücherregale? Ich mache mir jetzt ein Bücherregal. Oder 2. Ich weiß wie. Deshalb. Ich brauche noch Holz. Da muss ich mir aber, glaube ich, einen Keller machen. Oder ich mal so ein Dach. Keine Ahnung, wo ich es mir mache. Ich werde es irgendwo machen. Ein bisschen mehr. Perfekt. Und das heißt, ich nehme jetzt noch die anderen Bücher. Wo habe ich sie reingetan? Jetzt lass mich kurz überlegen. Ne, das war leider falsch. Beim Tierzeug habe ich sie reingetan. Auch nicht? Wo habe ich denn die Bücher?
Ernsthaft hier reingetan? Wow. Ist nicht von mir gedacht. So, ein Bücherregal war jetzt, ich glaube, so und dann... Jetzt haben wir ja noch so ein Buch zum Verzaubern, das ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Dann können wir ja mal gucken, was wir da instantmäßig auf dem Buch bekommen. So, ein Bücher packe ich jetzt da rein, weil es halt ein tierisches Produkt ist. Das ist ja schlicht ein Lederbuch. Und den nehmen wir nochmal hier eben. Da hoch und da hoch, so. Damit der auch ja nicht kaputt geht, bauen wir den natürlich hier mit ab. So. Und jetzt ist die Frage, wo mache ich den hin? Mache ich den echt im Keller? Ich glaube schon. Die Frage ist nur, was ist da unter mir? Wir haben es eh schon wieder Nacht. Ja, ich mach den hier unten im Keller. Nehmen wir noch Leiters mit. Leiters, genau, Leitern mit. Natürlich alles schön ausleuchten. Ist ja nicht bescheuert. Ich werde jetzt hier großartig auch nichts verändern. Nehmen wir mal den Mining Drill, weil der hat natürlich dementsprechend mehr Power. Und das ist das Coole, es ist besser als eine Diamanthacke. Und hier können wir echt instant abbauen. Das ist echt mega. Ah, ist leer. Schade. Das heißt, dann bin ich hiermit sogar schneller. Jetzt ist sie frei, hatte ich das nicht? Ja, ich wollte es genau. Ich wollte es auf jeden Fall 3 hoch haben. Brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass ich irgendwas oben abreiße. Alles halt, wie schon gesagt, dementsprechend alles mit Holz da oben ausgefüllt. Die Fackeln werden besser, wenn ich die hier hinsetze. Ich, wie schon gesagt, da. Aber das ist nicht gleichmäßig. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall noch mal das gleichmäßig machen. Das heißt, ich habe hier 3. Das heißt, 1, 2, 3. Ah, nicht zu viel. So, einmal hier kurz ein bisschen aushöhlen den ganzen Mist. Also, das heißt, jetzt noch das hier weg.
Mal alles, was man hier so Schönes unterm Haus findet auf einmal. Brauchen wir aber alles noch nicht. Also das sind so... Dann sind das halt so unsere Notreserven. Ist ja auch ganz nett. So. Das heißt, ich werde jetzt hier eine Fackel setzen und dann werde ich einfach mal... Ich mache das einfach so. Sieht viel cooler aus. Nein, eigentlich ja nicht, aber... Was soll's. Wie viel habe ich hier? Okay. Wunderbar, das heißt, ich werde das so machen und dann 9. Ah ja, ich muss ja noch, ah ja, genau. Nein, das geht kaputt. Das ist natürlich schade. Das wusste ich gar nicht. Egal. Acht. Kriegen wir mehr als 8 raus? Ne. Das heißt, wir nehmen mal kurz 8. Efi 2 und Haltbarkeit. Ja, gefällt mir. Nichts Besonderes, aber... Was soll's, ey. Wollen jetzt auch hier keine großen Sachen bekommen. Wollen einfach nur ein gemütliche, die auch mal ein bisschen versemmeln. Können ja jetzt auch noch mal ein Buchfach zaubern. Vielleicht kriegen wir da auch noch was Schönes. Das heißt aber, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von... Warum komme ich denn hier nicht hoch? Das heißt, wir brauchen mehr und mehr und mehr. Es ist dunkel, das heißt, wir gehen auch direkt mal wieder schlafen. Gut, das heißt, wir besorgen uns. Das habe ich jetzt schon dreimal, glaube ich, gesagt. Aber egal. Hier ist leider noch nichts nachgewachsen. Das ist ja scheiße, ist das. Scheiße. Das heißt, wir können hier noch gar nichts machen. Das gibt, heißt, es wird auch keine Bücher jetzt erstmal geben. Dann... Gut. Dann halt nicht. Dann räumen wir jetzt erstmal kurz hier auf. So ein bisschen. So. Oh ja, schon wieder 2 Stacks rausgeholt. Nee, das will ich nicht haben. Soll da rein. Und wertvolles Zeug ebenfalls da rein. Das packen wir mal hier rein. Das nehmen wir in die Hand. Portal Gun werden wir jetzt brauchen, weil wir jetzt mal wieder runtergehen werden. Gucken, was hier unsere Turtle gemacht hat so in der Zeit. Aber wir nehmen natürlich hier unseren Diamond Drill mit. Ist ja wohl logisch. So, haben wir schon 40.000 erreicht? Ne, haben wir nicht, aber dann machen wir den jetzt einfach hier kurz leer. Es geht ratzfatz, also das ist echt total geil. So, der Diamond Drill ist voll. Hier haben wir wenigstens schon mal eine kleine Energiequelle. Und die kann man halt, können wir halt gut nutzen damit auch. Und das machen wir auch die ganze Zeit. Das heißt, ich muss den hellblauen... verschießen. Oi, 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 oi. Das heißt, wir besuchen die Mining Drill jetzt auch mal. Oh, nee. Ernsthaft, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wie schlecht. Das war jetzt richtig schlecht. Persönlich natürlich wieder mal von mir.
Käse. Schade eigentlich. Das heißt, ich lösche den jetzt eh mal. So. So. Komm mal her. Wie mache ich denn Stop? Wie mache ich Stoppen? Ich muss die komplett abreißen. Ne? Kein Ding. Dann machen wir das mal. Weil ich will dich auffüllen. Sei doch froh, dass ich dich tanken will. Hier, den kannst du auch noch mitnehmen, ey. So. Tank dich mal. Hast schon wieder 13.000, ey. Zack. Viel Spaß beim Meinen. Mein du mal ein bisschen. Du kannst ja mal in Ruhe meinen. Ich guck mir mal das hier an, was du hier schönes freigegraben hast. Nichts Besonderes. Da oben ist meine Kiste. Hihihi. Ich geh mal hier schnell runter. Uah, ja, ist ja gut. Ich hau ja schon ab. So. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mal kurz ein Portal machen. Hoffentlich treffe ich auch. Aro treffe ich hier. Oder auch nicht. Scheiße. Es ist nur ein Block. Kacke. Ich muss mich beeilen, die Mining Turtle kommt. Die gefräßige Mining Turtle. Die will mich auffressen. Das heißt, ich muss mal hier kurz hin aimen. Ich hoffe, da kriege ich einen Treffer. Los! Schieß doch. Ne, ich kriege hier gerade nur Lecks. Alles Kacke, das sind alles nur einer Felder. Gehen wir erstmal dahin. Wow! Boah. Du kleiner Zigeuner, ey. Hättest mich beinahe gekillt, ey. Finde ich natürlich richtig assi von dir. Welchen haben wir hier? Lila, ne? Ja. Wie fährst du jetzt? So fährst du. Nee. Das heißt, ich kann eine Runde mal kurz hier hin aimen. Nee, das ist schlecht. Dürfte passen. Das könnte passen, wenn ich Glück habe. Kurz das Schwert jetzt zücken. Ui. Glück gehabt, würde ich mal behaupten. Ja, das sieht doch relativ gut aus. Wunderbar. Das heißt, hier einmal schnell ein Portal hin. Et voilà. Und haut da rein. Tschüss. Tschuh. Haben wir uns auch gut nach oben geaimt. Ja, und wie wir hier rauskommen, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber da werde ich mir was einfallen lassen.
erstmal hier schnell löschen. Nachher geht's wieder nach unten, ey. Absolut keinen Bock zu. Erstmal das Wichtigste hier mit. Was macht die denn da unten? Oh. Ey, das ist assi. Wie komme ich denn jetzt hier raus wieder? Ohne. Ah, okay, instantmäßig. Den nehmen wir aber mal mit. Den nehmen wir mal ruhig mit hier. So. Ich will aber. So. Weil Cobblestone, ganz ehrlich, brauche ich absolut nicht. Freiheit! So, und das passiert uns jetzt nicht noch einmal. Aber ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier wirklich weitermachen, schießen wir hier noch ein Portal hin. So, einmal hier im Portal rein. Und runter zur Mining Turtle. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut auch. Die Mining Turtle ist jetzt versorgt. Die wird auf jeden Fall bis zum Bedrock unterarbeiten. Jetzt gucken wir einmal, wie sie da arbeitet noch. Weil ich habe jetzt keine Lust, auch dass wir jetzt voll auf die springen. Ja, das